Heute möchte ich weitermachen in der Themenreihe die sieben letzten Worte Jesu und heute soll es um den Durst gehen. Wer hat Durst? Ich nehme mal einen Schluck. Es soll heute um den Durst gehen. Und letzte Woche, wer kennt das Wort von letzter Woche? Oh. Weiß jemand das Wort von letzter Woche? Verlassen. Ah. Sie hat sich frisch bekehrt, ja, seit zwei Monaten. Ja, seht ihr was für ein Feuer? Sie weiß noch, was letzte Woche gepredigt wurde. Okay, Spaß beiseite. Äh, letzte Woche haben wir genau über das Wort gesprochen, verlassen. Und wahrscheinlich haben wir gesagt, war das die schlimmste Situation, die Jesus jemals in seinem Leben erleben musste. Es waren nicht die Qualen, nicht die Schmerzen, die ihn letzten Endes ähm, vor einer Situation gestellt haben, die schwierig war, sondern es war die Verlassenheit Gottes alleine gelassen zu sein, weil er die Sünde der Menschheit auf sich genommen hat. Und wir glauben, dass Jesus die Sünde der Welt auf sich genommen hat und dafür ans Kreuz gegangen ist, um dafür zu sterben. Wir glauben, dass wenn wir an ihn glauben und das annehmen, dass er unsere Sünde und Schuld vergeben hat, dass wir errettet sind und auf ewig mit Gott im Himmel leben werden. Amen. Das heißt, letzte Woche haben wir über dieses Wort gehört, verlassen, und er hat geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lama Sabbatani, genau. Und Jesus hat diese geistliche Qual weshalb auf sich genommen, damit keiner von uns, der glaubt, der gläubig geworden ist, der an Jesus Christus glaubt, jemals das Gefühl haben muss, verlassen von Gott zu sein. Und das ist doch so mächtig. Und das fünfte Wort heute geht ähm, aus dem Johannesevangelium hervor. Und zwar aus Johannes 19, die Verse 28 bis 29. Samuel, ich habe dir 27 bis 28 gesagt, pass auf, 28 bis 29. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt, erfüllt würde. Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. da sie, sie aber drängten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen jesop und hielten es ihm an den Mund. Bisher Herr, ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, Herr, wir danken dir, Herr, für dieses Wort. Wir danken dir, Herr, dass es dich gedürstet hat und für das, was wir hier herauslesen dürfen. Herr, und so bitte ich dich heute Morgen, Herr, dass du uns diesen Durst schenkst, dass du uns diesen Durst stillst, dass du uns begegnest heute Morgen, jedem Einzelnen dort, wo wir stehen. Und so danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Wir müssen als allererstes wissen, diese Aussage steht nur im Johannesevangelium. Also kein anderes Evangelium ähm, sagt etwas über diese Aussage aus. Hier steht mich dürstet und eigentlich ist das doch eine ganz einfache und sehr sehr kurze Aussage, oder? Was können wir da schon rauslesen? Mich dürstet. Ich habe Durst. Wer hat schon mal Durst gehabt? <laughs> okay. Ähm, Durst. Durst. Richtig, Durst. Ich glaube, wir haben alle schon mal Durst gehabt, aber nicht richtig Durst, so dass wir am Verdursten waren, so dass wir ausgetrocknet waren und dehydriert. Also mit Sicherheit hat jeder schon mal das erlebt und jeder weiß, was Durst bedeutet, aber so einen richtigen Durst, so wo man kurz vorm Sterben ist, wo man ausgetrocknet ist, wissen wir gar nicht, wie das ist. Wir wissen aber, wie der normale Durst ist. Und der ist schon schlimm genug. Wenn man so in der Hitze ist und durstig ist und so der Mund klebt und man möchte unbedingt etwas trinken oder nach einer Sporteinheit oder was auch immer oder nach einem guten Essen, äh, da möchte man was trinken. Und schon unsere Kinder haben, als sie klein waren, zu uns immer wieder gesagt, wenn sie durstig waren. Ich kann mich noch an eine Tochter erinnern, sie hat immer gesagt: Cookie haben. weiß auch nicht, wie sie da drauf kam, aber. Das war Getränk, also das war etwas Trinken. Koki Ham, ich möchte ein Getränk. Das war keine Cola, nee, die hat keine Cola bekommen. Aber Koki Ham war so ihr, ihr Standardspruch. Und ich sage euch nicht, wer das war. Und ich denke, jeder von uns, jeder Mensch hat doch schon mal das Bedürfnis gehabt, trinken zu wollen. Jeder Mensch braucht Wasser zum Leben. Das ist klar. Wir wissen, ohne Wasser können wir nicht leben. Ohne Wasser wird unser Körper eines Tages dehydrieren und wir werden sterben. Wir, wir werden vorher vielleicht noch ohnmächtig, jeder kennt das vielleicht, wenn er nichts getrunken hat, dann wird es einem so schummrig vor den Augen. Und ich habe schon oft nicht getrunken, habe schon oft irgendwie irgendwas gemacht und war so in der Arbeit oder in dieser Sache verstrickt oder äh, drin, dass ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe zu trinken. Und dann merke ich so auf einmal, oh, mein Kopf fängt an, weh zu tun, mir wird ganz komisch und dann, dann trinke ich was. Ja? Und ich denke, das ist das Resultat. Wenn Wasser fehlt im Körper, dann laufen die Prozesse nicht mehr ordentlich. Dann läuft nicht mehr alles rund. Wenn Wasser im Körper fehlt, dann funktioniert unser Körper nicht mehr 100%, weil wir sind ja nicht nur fett, was viele denken, wir bestehen 60% aus Wasser. Das ist also alles Wasser, was ihr seht. 60 Prozent eines Erwachsenen besteht aus Wasser. Also gar nicht mal so dick. Ja? Ähm, gut. Und hier am Kreuz ist Jesus und er hängt da und ich denke, er ist kurz davor zu dehydrieren. Jetzt müssen wir uns vorstellen: er hängt, nachdem er geschlagen wurde, misshandelt wurde. Die haben ihm bestimmt nicht zwischendurch gesagt: hey, warte mal, du wirst jetzt so. Misshandelt, wir geben dir kurz vielleicht nochmal ein Mahl und etwas zu essen oder die Henkersmahlzeit, das gab es damals nicht. Die haben ihn einfach nur misshandelt. Und dann dieser Blutverlust, den er erlitten hat, das geht ja auch, klar, ich meine, auf Körperflüssigkeitsverlust, ähm, die Schmerzen, die er gehabt hat, haben muss oder hatte, ähm, dann, wie er nervlich auch angespannt war und dann das Wetter, ich mein, wir waren in Israel. Wir wissen, wie es dort ist. Also, da ist man froh, wenn man irgendwo was zu trinken findet. Ja, Also, wir sind mal auf den Tempelplatz gekommen. Auf einmal sind alle an diese, an diese Anlage gegangen, wo das Wasser rauskommt. Und jeder hat seinen Kopf drunter gehalten. Es ist klar, ich meine, in so Wetterverhältnissen hat man Durst. Man hat großen Durst. Und man sagt aber auch, dass wenn ein Mensch damals gekreuzigt wurde, dass eine Konsequenz war, dass er nicht nur an den Schmerzen litt, oder an den Schmerzen gestorben ist, sondern an der Dehydration, das heißt an der Vertrocknung des menschlichen Körpers. Und das muss man sich mal vorstellen, es ist weniger die Schmerzen, die ja schon sehr, sehr groß gewesen sein müssen, sondern eher das Vertrocknen, nichts zu trinken zu haben. Und ähm, da finde ich eine Illustration ganz toll, und zwar lesen wir ja, dass, dass der Soldat ihm einen Schwamm mit Essig Rüberreichte und ihm zu trinken geben wollte, in Anführungszeichen. Also, er wollte ihn ja eigentlich nur etwas Schlechtes mit diesem Essig. Aber hier steht, dass es ein jisop schilfrohr war. In Übersetzungen geht man davon aus, dass es nicht ein Schilfrohr war, sondern ein jisop zweig Weil ein Schilfrohr war nur 60 bis 80 cm lang und dementsprechend konnte man natürlich nicht so hoch. Deshalb geht man von einem Zweig aus. Und wenn wir zurückgehen ins allererste Pessach, also in das Alte Testament, dann lesen wir, wie die Türpfosten der Häuser mit einem Hisopzweig mit Blut bestrichen wurden. Könnt ihr euch erinnern? Ja, altes Testament und jeder, wo dieses Blut an der Türschwelle gehabt hat, wurde bewahrt vor Tod. Weil da ja, also ist der Tod vorübergegangen. Und hier ist es so gewesen, dass das Volk Israel, das Volk Gottes, gerettet, verschont wurde durch das Blut, was dieses Büschel von diesem Lamm an die Türpfosten gestrichen wurde. Und so ist das Blut Jesu die Rettung für die Menschheit und die Welt heute. Was für ein Vergleich. Ja. Ich finde es Wahnsinn, ja, wie die Bibel uns immer wieder Beispiele und auch Bestätigungen, Gleichnisse zeigt. Dass Jesus wahrhaftig der Messias war. Dass Jesus wahrhaftig der ist, der Menschen errettet und von Neuem geboren, neu geboren werden lässt. So. Das Johannesevangelium ist das letzte Evangelium, das geschrieben wurde. Das heißt also, Johannes wollte irgendwie hier an dieser Stelle nochmal sicher gehen, weil ja alle anderen das nicht geschrieben haben, dass Jesus durstig war. Ich denke, er wollte sagen, hey, es ist etwas Wichtiges, dass er Durst gehabt hat. Und wenn wir so lesen, dann sagen wir, ja gut, der hat Durst, klar. Der hängt ja da am Kreuz. Dem geht es nicht gut. Klar, der Durst. Aber was bedeutet das? Und ich denke, wir sollten das etwas tiefer betrachten. Ich denke, dass Gott ihm diese Inspiration der Schrift gegeben hat, um uns auch etwas damit zu sagen. Und zwar, als allererstes habe ich aufgeschrieben, Jesus war ganz Mensch. Jesus war vollkommen Mensch. Warum schreibt Johannes das? Wir müssen zurückgehen auch in die, in die Geschichte des Johannesevangeliums. Äh, Johannes Und zwar, er möchte damit sagen, Jesus war eine echte, physische, reale Person. Also wir sehen hier nicht irgendwie einen Geist, sondern wir sehen wirklich eine Person, weil er hat das Ganze hundert nach Christus geschrieben. Und zu dieser Zeit gab es Gelehrte, die haben religiösisch-philosophisches Denken vertreten. Ich weiß nicht, ob, ich, ob euch der Name Gnostiker etwas sagt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Gnostiker waren die, die gesagt haben, alles, was aus Materie besteht, ist böse. Und alles, was aus Geist ist, ist gut. So, jetzt ist man also davon ausgegangen, Gott ist ja Geist. Das heißt, wenn Gott Geist ist, dann kann er niemals Materie werden. Er kann niemals ein Mensch werden, weil sonst wäre er ja böse. Und sie haben es gar nicht böse gemeint, sie haben es eigentlich gut gemeint, weil sie damit einfach nur ausdrücken wollten, meine Frau hat gesagt, ich soll langsamer sprechen, ähm, sie wollten damit nur ausdrücken, dass Jesus ganz mensch war. Also nee, Entschuldigung, die Gnostiker wollten damit ausdrücken, dass es eigentlich nicht sein kann, dass Gott so etwas tut und dass er niemals zu einem Mensch werden würde, weil das ist ja Materie, die ja grundböse ist. Was haben Sie aber gedacht von Jesus? Sie haben gedacht, Jesus war so eine Art Phantom, so ein Geist. Sie haben gedacht, wenn er gelaufen ist, dann hat er keinen Fußabdruck hinterlassen. Er war jemand, der über das Ganze geschwebt ist und er ist durch diese Welt gegangen ohne Schmerzen. Er ist durch diese Welt gegangen ohne irgendetwas zu erleiden. Und die Konsequenz ist natürlich, dass man die Passion, den Schmerz, den Jesus für uns auf sich genommen hat, damit eliminiert. Jesus ist dann nicht mehr ganz Mensch, er hat nicht das Erlitten, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Er hat ähm, letzten Endes niemals diesen Schmerz und diese Verlassenheit so gespürt, weil er war ja schon Geist, er war ja nicht Mensch. Und sie meinten es, wie gesagt, nicht böse. Das heißt aber, um die Menschheit zu erlösen, sagt William Barclay, er musste das werden, was wir sind, um uns zu dem zu machen, was er ist. Also, wir werden zwar nicht Gott, aber wir werden eines Tages verwandelt in Geist. Also, wir werden eines Tages ja in den Himmel emporgehoben. Und dann sind wir nicht mehr so wie heute. Wir haben eine ganz andere Gestalt, sagt die Bibel. Wir wissen nicht ganz genau wie, aber wir werden verwandelt. Und so musste Jesus das werden, was wir sind, um uns zu dem zu machen, was wir werden sollen. Und der Wunsch Gottes war also demnach, dass wir als Menschen verstehen, Jesus war Mensch. Glaubst du, dass Jesus Mensch war? Oder glaubst du, er war nur eine Gestalt wie die Gnostiker, die dort durch die Gegend marschiert ist und übernatürliche Superman-Kräfte gehabt hat und letzten Endes das alles nur so mit links auf sich genommen hat? Er war voll Mensch. Und das möchte Gott, dass wir das heute Morgen wissen. Weil in der Menschlichkeit Jesu sehen wir auch das Leiden Jesu. Nur in der Menschlichkeit Jesu können wir erkennen, dass er tatsächlich auch das durchgemacht hat, was wir heute durchmachen. Wir sagen immer, er versteht uns. Er macht dasselbe durch wie du auch. Oder hat dasselbe durchgemacht wie du auch. Und das können wir nur verstehen, wenn wir ganz klar sehen, Jesus war 100% Mensch. Jetzt möchte ich kurz zurückgehen. Was hat denn der Teufel gemacht? Der Teufel hat Jesus versucht. Wie hat er Jesus denn versucht? Jesus hatte Hunger. Er war in der Wüste und hat Hunger verspürt. Und der Satan sagt zu ihm, du mach doch, dass diese Steine zu Brot werden. Wieso? Wenn er doch Geist ist, dann braucht er kein Brot. Dann muss, muss dieser Hunger ja gar nicht so schlimm gewesen sein. Aber nein, er war Mensch. Er hat ihn versucht, indem er ihm... Dieses Brot praktisch verleiten lassen, also er hat ihn verleitet, dass er dieses Brot zu Nahrung macht. Und ich denke, wir alle können uns gut vorstellen, wie es ist, wenn wir 40 Tage nichts zu essen, nichts zu trinken hätten. Können wir uns das vorstellen? Also, ich kenne jemanden, der ist schon nach ein paar Stunden aggressiv. Da schließe ich mich mit ein. Und er versuchte ihn auch, und sagte, stürze dich doch vom Tempel. Schau zu, ob Gott dich von seinen Engeln auffangen lässt. Wieso? Wenn er doch nur Geist ist, dann kann er doch darunter fallen. Das ist doch überhaupt kein Thema. Dann zerschellt er nicht. Er hat keine Schwammen am Körper. Es würde ihm nichts passieren. Die ganzen Qualen in Garten Gethsemane. Er hat Blut geschwitzt, als er gebetet hat, um dass dieses von ihm, an ihm vorübergeht. Wenn wir Ärzte fragen, lesen wir, dass dieser, Blut, dieser Blutschweiß tatsächlich möglich ist. Das gibt es, das funktioniert. Das heißt also, die Schmerzen waren echt, die Schmerzen waren real. Er war nicht etwas übernatürliches. Und ihr müsst aufpassen da hinten, gell? Nach vorne schauen, genau, super. Ähm, körperlichen Schmerzen waren real, die Folter war real. Die Ablehnung, die er durchgemacht hat für dich und für mich, die war real. Oder glaubt ihr, er hat seinen göttlichen Anzug angezogen und hat gesagt, so und jetzt prallt alles von mir ab. Er war ein Mensch. Er war ein Mensch, so wie du und ich. Und er hat als Mensch dieses Opfer auf sich genommen. Und das ist so großartig. Das ist so wahnsinnig. Die Tränen, die er vergossen hat, als er verraten wurde, die hat er als Mensch vergossen, nicht als Gott. Und ich weiß nicht, als er ver, ver, ja zurückgewiesen wurde von diesen Menschen damals. Er hat geweint, er war verletzt. Und ich weiß nicht, wie Gott heute auf uns herunterschaut und manchmal vielleicht verletzt ist, wenn wir ihn ignorieren, wenn wir ihn zur Seite schieben. Jesus ist also ganz Mensch. Amen. Glauben wir das? Als zweites, Jesus hatte echten Durst. Letzte Woche sprachen wir über die Situation des Verlassenseins und dass Jesus das auf sich genommen hat, damit keiner von uns jemals in diese Situation des Verlassenseins kommen muss. Und so ist es auch hier. Er hat ja das erste Mal die Trennung vom Vater erlebt und er spricht hier und sagt, ich bin durstig, aber man muss wissen, er ist immer noch in diesem Gefühl des Verlassenseins. Er ist immer noch in dieser Situation, wo er sich alleine und verlassen fühlt. Also das ist noch nicht vorbei. Und ich denke, dass es hier nicht um einen physischen Durst alleine ginge. Ich glaube nicht, dass es nur der Durst war nach einem Schluck Wasser, so wie ich jetzt, sondern ich denke, es war ein geistlicher Durst. Er wurde gerade von Gott verlassen. Gott war nicht da, weil er die Schuld und Sünde der Welt auf sich genommen hat. Und während er die Schuld und Sünde auf sich hatte, konnte Gott nicht hinschauen. Allein der Blick, den Gott weggerichtet hat, hat ein Gefühl der Verlassenheit in ihm hervorgerufen. Gott schaut die ganze Zeit auf uns. Er schaut die ganze Zeit auf uns. Er lässt uns nicht aus den Augen. Verstehen wir das? Weil er nicht möchte, dass wir dasselbe erleben wie Jesus. Und so ist es hier auch ein geistlicher Durst. Es ist dieses Verlassensein vom Vater im Himmel. Und der menschliche Körper braucht Flüssigkeit. Der menschliche Körper braucht Flüssigkeit, um zu leben. Und wir sind dazu geschaffen, um mit Gott in Verbindung zu leben. Ich weiß nicht, hast du schon einmal Durst gehabt nach Gott? Ein Verlangen nach Gott, wo du sagst, ich brauche ihn jetzt, ich möchte ganz nah bei ihm sein, ich möchte mit ihm in Verbindung stehen. Das ist dieser geistliche Durst, den Jesus gerade hatte. Er hatte eine Lehre verspürt, eine Lehre, die, die niemand ausfüllen konnte, außer Gott ganz persönlich. Und so ist es auch bei Menschen. Menschen irren umher und suchen irgendetwas, wo sie sich festhalten können. Und es ist vielleicht... Ja, der Sport, die Arbeit oder die Familie oder was auch immer, irgendein Hobby, egal was. Manchmal ist es auch Eitelkeit oder es gibt so viele Dinge. Dabei suchen sie nach einem ganz bestimmten Grund. Und zwar nach dem Grund des Lebens. Sie suchen nach Gott, sie suchen nach ihm, sie suchen nach Gott, in Verbindung mit ihm zu kommen. Das ist dieser Durst, den sie haben. Und das ist wie der Psalmist im Psalm 42 sagt, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht? Erscheinen. Weiter heißt es in Jesaja 55, 1, der erste Teil: Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Kommt her. Das heißt, der Durst, der war real. Jesus hat nicht nur physischen Durst gehabt, sondern es war ein geistlicher Durst. Und ich denke, es ist nicht das erste Mal, wo er metaphorisch über etwas gesprochen hat, wie zum Beispiel den Durst. Er hat doch schon einmal über den Durst gesprochen. Er hat zum Beispiel mit der Samariterin am Brunnen gesprochen. Und Jesus fragt die Frau am Brunnen nach einem Schluck Wasser. Könnt ihr denn sehen? Und auch dort ging es ihm gar nicht um das Wasser, ihm ging es um den geistlichen Durst, um das geistliche Wasser. Und die Samariterin war so total perplex. Sie sagt, warum spricht er mit mir? Die Juden verkehren doch gar nicht mit Samaritern. Juden haben doch mit Samaritern überhaupt nichts zu tun. Und so war es so, dass er ihr versprochen hat und gesagt hat, du, ich gebe dir lebendiges Wasser. Und die Frau war noch perplexer, weil sie sich dann dachte, ja, aber wie willst du denn das Wasser im Brunnen schöpfen? Du hast ja gar kein Gefäß. Sie war immer noch fest davon überzeugt, dass er von einem physischen Wasser gesprochen hat, von Wasser, das man anfassen kann. Aber Jesus hat etwas ganz anderes gemeint. Jesus hat von dem lebendigen Wasser gesprochen. Lebendiges Wasser, das nur er geben kann. Und es steht in Johannes 4, die Verse 13 bis 14, Jesus antwortete und sprach zu ihr. Jedem, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Dieses Wasser, das er gibt, quillt bis ins ewige Leben. Und so war die Frau perplex, die war immer noch nicht klar im Kopf. Der hat gesagt, ja, aber Herr, die Frau spricht zum mir, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen am Brunnen. Also hier ging es auch wieder nur um das Physische. Aber Jesus hat mehr gemeint. Er hat das Wasser gemeint, das nur er geben kann. Das Wasser zum ewigen Leben. Und das kommt von Gott. Diese Verbindung zu Gott war ihm so äußerst wichtig. Und er wollte diese Verbindung mit Gott haben. Auch am Kreuz, auch in diesem Moment. Die Frau kam ja zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit, auch an dem Brunnen heißt es. Wir lesen, dass die Frau am Brunnen kam. Sehr wahrscheinlich. Weil sie nicht wollte, dass Menschen über sie tuscheln, weil sie ja schon fünfmal verheiratet war. Sie war fünfmal verheiratet und den Mann, den sie jetzt im Moment hatte, das war gar nicht ihr Ehemann. Aber Jesus kannte ihr Leben. Jesus wusste ganz genau, wie sie in dem Leben aussieht. Er wusste, was sie gerade durchgemacht hat und auch, was sie vorher schon gemacht hatte. Und er spricht sie ganz klar darauf an und er sagt zu ihr: Den Mann, den du jetzt hast, das ist nicht der Mann der eigentlich zu dir gehört. Und im Grunde zeigt er ihr doch eines auf. Du brauchst Buße, du brauchst Vergebung, du musst umkehren von deinem Weg, auf dem du jetzt läufst, und du musst zurückkehren zu dem Weg, den Gott für dich vorbereitet hat. Und so möchte Gott von uns, dass wir diesen Durst gestillt bekommen. Glaubst du das? Aber manchmal sind wir doch so gefesselt von Dingen in dieser Welt. Ist das nicht so? Mein Haus, mein Boot, mein was, was ich was. Ja. Ich mir, meiner mir, Herr segne uns alle vier. No? Das sind doch so die Standarddinge, die wir den ganzen Tag so leben. Erst komme ich, dann kommen alle anderen und dann kommt Gott. Erst ich, dann meine Familie, dann kommt Gott. Und vielleicht kommt dann noch der Sport, vielleicht kommt dann noch dies oder jenes, aber Gott möchte den ersten Platz in deinem Leben. Glaubst du das? Gott möchte den ersten Platz in deinem Leben. Er möchte, dass du dürstest, aber um diesen Durst gestillt zu bekommen, um nicht mehr überall zu suchen und mir die Erfüllung in irgendwelchen Dingen zu suchen, Müssen wir Buße tun? Das heißt, umkehren von unserer Schuld zurück zu ihm, den Anfänger und Schöpfer des, von Himmel und Erde und der da unseren Glauben auch erst möglich gemacht hat. Das heißt, diesen geistlichen Durst können wir nur gestillt bekommen, wenn wir Buße tun und zurückkehren zur Quelle. Wenn er der Erste wird, dann erinnern wir uns auch, was Gott zu uns gesagt hat. Dann wissen wir auch, was in der Bibel steht. Dann wissen wir, was Gott von uns möchte, welche Berufungen, welche, welche Ziele, welche Dinge wir im Leben als wichtig erachten sollen. Weil Gott hat alles vorbereitet und er spricht mit seinen Kindern. Glaubst du das? Ich glaube das aus ganzem Herzen. Sonst wäre ich heute nicht hier. Sonst wäre ich jetzt in Aschaffenburg. Es ist nötig, Buße zu tun, um dieses Loch in unserer Seele zu füllen. Buße. Buße bedeutet, dass wir umkehren von den Wegen, die wir gerade gehen, und zurück zu Gott kommen. Wenn du schon auf dem Weg bist, ist das schön und gut, das ist wichtig, und dann ist dein Durst hoffentlich auch gestillt. Aber es gibt noch so viele Menschen, die Durst haben. Es gibt so viele Menschen, die suchen nach Gott. Und Jesus oder auch Johannes hier mit seinem Brief möchte eigentlich uns und auch der Welt sagen, hey, Jesus hat gedürstet. Er selbst, er wollte Verbindung mit Gott. Auch du brauchst Verbindung mit Gott. Lasst uns das dieser Menschheit sagen. Wenn wir das doch alles schon so wissen, lasst uns da rausgehen und mit Menschen über diesen Durst, den nur Gott stillen kann, reden. Und habt ihr gewusst, dass jeder Mensch ein Verlangen hat, nach einem höheren Wesen zu suchen? jeder Mensch deshalb ist auch jeder Mensch mit irgendetwas beschäftigt und wenn er mit nichts beschäftigt ist was uns vielleicht im ersten Moment so vorkommt ist er vielleicht krank und beschäftigt sich mit sich selbst und seiner Krankheit oder ja. mit Magersucht oder mit Bulimie weil man sich selbst nicht liebt oder Dinge die einfach ja, auf sich selbst bezogen sind. Aber es geht um Gott. Und nur Gott kann dieses lebendige Wasser schenken. Und diese Gemeinschaft mit ihm ist möglich durch das Kreuz, durch Jesus, der an dem Kreuz gestorben ist. Und der gesagt hat, mich dürstet, ich brauche Gott. Und so möchte er, dass wir wissen, dass die Menschheit weiß, ihr braucht Gott. Und ich brauche Gott. Der letzte Punkt ist, Jesus war der Messias und er erfüllte die Schrift. Warum hat Johannes das geschrieben? Warum hat Johannes das geschrieben? Ich denke, das ist am ehesten der Punkt, wo wir sagen, ja, das kann durchaus sein. Und zwar, um die Schrift zu erfüllen. Wir lesen in Vers 28: Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürste. Hier steht es sogar, im Psalm 69, 22 steht, und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Und weiter heißt es, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe im Psalm 22, 16, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Beide Psalme, die ich hier zitiert habe, sind eigentlich Leidenpsalme von David, aber die Höhe und die Größe ist auf das Leiden Jesu gemünzt. Das heißt, der größte Schmerz, den Jesus gerade verspürt, hindert ihn nicht daran. Es hindert ihn nicht daran, noch alle Prophezeiungen, die in der Bibel stehen, umzusetzen. Er war voll Mensch. Er hat gedürstet, er hat Schmerzen gehabt und noch in diesen Schmerzen, in diesen Qualen, denkt er daran und sagt: Ich muss noch die Schrift erfüllen. Wow! In diesem Moment, in dieser Qual, in dieser Situation denkt er noch dran, dass er die Schrift erfüllen muss. Und Max Lucado schreibt etwas Interessantes in seinem Buch: Weil du es ihm wert bist, wählte er die Nägel. So heißt das Buch. Warum war Jesus in seinen letzten Augenblicken so entschlossen, die Prophezeiungen zu erfüllen? Er wusste, dass wir zweifeln würden. Er wusste, dass wir ihn in Frage stellen würden. Weil er nicht wollte, dass unsere Logik seine Liebe von unserem Herzen fernhält, nutzte er seine letzten Augenblicke, um den Beweis zu erbringen, dass er der Messias war. Also um unsere Logik nicht zu hindern, weil was würde passieren, wenn Jesus das nicht gesagt hätte? Wir lesen die Bibel und dann sagen wir, aber hier steht, dass er am Schluss noch sagt, mich dürstet Aber Jesus hat das gewusst. Und er sagt, nee, damit eure Log Logik euch keinen Strick dreht, mache ich jetzt noch etwas, was auch im Alten Testament steht. Und wie viele Dinge hat Jesus schon erfüllt, die im Alten Testament standen? Und ich weiß nicht, ob du nicht auch schon mal an eine Situation, an einen Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, ist Jesus wirklich der Sohn Gottes? Vielleicht war er ja nur ein Verrückter, der sich dann so ausgegeben hat. War er wirklich das, was er gesagt hat, dass er ist? Noch nie passiert. Und ich denke, wenn solche Fragen kommen, wenn solche Situationen aufkommen, wo wir denken, ist er wirklich der Sohn Gottes, dann lasst uns an die Prophezeiung denken. Lasst uns an die Prophezeiungen denken, die im Alten Testament stehen, die unsere letzten Zweifel noch ausräumen können. Lasst uns daran denken, an diese Hunderten von Dingen, die Hunderte von Jahren vorher geschrieben wurden, die jetzt im Neuen Testament dann auch tatsächlich kommen. Es hieß im Alten Testament, der Messias sollte in Bethlehem geboren werden. Man versucht heute mit irgendwelchen Sterndeutungen zu sagen, dass es nicht so war. Und fast jede Schrift bezeugt, dass er in Bethlehem geboren ist. Man sagt, er ist von einer Jungfrau geboren worden. Jeder Bericht im Neuen Testament spricht darüber. Er ist triumphierend in Jerusalem eingezogen. Weiter heißt es, er wurde von seinem eigenen Volk abgelehnt. Von seinen eigenen Anhängern wurde er verraten vor Gericht gestellt und er wurde verurteilt. Steht, er war vor seinen Anklägern und er hat geschwiegen und kein Wort gesagt. Jesus hat all diese Prophezeiung erfüllt, oder? Und die Liste hört nicht auf. Er wurde von seinen Feinden geschlagen und bespuckt, verspottet und beleidigt und er musste durch Kreuzigung sterben. Es das heißt weiter, mit Kriminellen musste er leiden und für seine Feinde beten. Ich werde jetzt nicht jeden Vers aus der Bibel zitieren, aber lest es nach. Schaut ins Alte Testament und schaut all diese Prophezeiungen an. Wenn ihr ins Zweifeln kommt, wenn ihr denkt, ist Jesus wirklich der Sohn Gottes? Ist er da? Ist er fern? Oder wo ist er gerade? Dann lest diese Prophezeiung. Sie sollten das Los für seine Kleider werfen. Weiter heißt es: seine Knochen sollten nicht gebrochen werden. Und die Liste geht so, so immer weiter. Er hat alles erfüllt, und der Vater im Himmel wollte, dass wir, dass die Menschheit weiß, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Christus ist, dass er in die Welt gesandt wurde, um unsere Sünden zu nehmen, auf sich zu nehmen, uns zu vergeben, damit wir Zugang zum Vater bekommen. Das ist der Grund, und warum ist das alles geschrieben worden für dich und mich, damit wir glauben können, damit wir in Zeiten der Zweiflung, der Zweifel, in eine Situation kommen, wo wir sagen, okay, ich muss jetzt meinen Glauben neu stärken, dann lese ich in der Bibel und sage, hey, da steht ja tatsächlich alles, was passiert ist. Und wisst ihr was? Es hat noch einen Nebeneffekt, denn das Lesen des Wortes und das Hören des Wortes Gottes, das lässt unseren Glauben wachsen. Und so lesen wir in der Bibel und wachsen und unser Glauben wird gemehrt Und die jüdischen Menschen heute, Ganz viele glauben nicht an den Messias und suchen immer noch an den Messias. Sie haben alle Beweise abgetan. Warum? Weil ihre Köpfe ihnen im Weg sind. Ihre Köpfe haben etwas vorgegeben, wo sie gesagt haben, er muss aber so und so sein. Und da haben sie all diese Prophezeiungen ignoriert und gar nicht erst gesehen. Und es gibt auch noch Juden, die natürlich Jesus angenommen haben. Klar, denen ist das von den Augen gefallen. Natürlich können wir unseren Glauben nicht jetzt hervorrufen, indem wir irgendwelche Dinge tun, weil den Glauben schenkt immer noch Gott. Aber wir dürfen dafür beten, dass die Juden Jesus erkennen. Wir dürfen aber auch dafür beten, dass die Menschen, die Jesus jetzt noch nicht kennen, erkennen, ihn erkennen werden, dass ihnen wie Schuppen von den Augen fällt. Wir dürfen beten und ich glaube, das Gebet Kraft hat. Dass dieser Durst, den so viele spüren, dass er gestillt wird, aber an der richtigen Stelle. Ich weiß nicht, hast du heute Morgen Durst? Hast du heute Morgen diesen geistlichen Durst, den Jesus hatte? Jesus hatte Durst. Er hat gelitten, hatte Hunger und Durst verspürt. Und er war kein Superheld in dem Moment. Er hat nicht alles an sich abprallen lassen. Er hat Schmerz und Leid empfunden. Aber er wusste, in dieser Prüfung, die ich jetzt gerade durchlebe, in Fleisch und Blut, kann ich das nur schaffen, wenn ich das lebendige Wasser habe. Und das ist Gott. Egal wie deine Situation aussieht, mit Gott sieht sie anders aus. Glaub mir. Und so lasst uns heute Morgen diesen geistlichen Durst stillen. Und wenn du noch keinen geistlichen Durst verspürst, dann bitte ich dich heute Morgen, strecke dich aus und sag: Herr Jesus, ich möchte diesen Durst. Ich möchte spüren, wie dieser Durst nach dir in mir immer größer wird. Möchtest du das? Ich wünsche es mir für jeden Einzelnen von, dir, von uns. Ich wünsche mir, dass eine geistliche Unzufriedenheit in uns herrscht. Dass wir sagen, wir wollen mehr von Gott. Ich möchte mehr mit ihm in Gemeinschaft sein. Und alles, was dich hindert, wo dich wegziehen möchte, schieb es weg. Und gib Gott den ersten Platz in seinem Leben. Amen.